bei dir? Hunde tun. Merkt man schnell, als dass man Freude hat an dem Hund ist, unabhängig ist von Unterleib und Körperverkürzung. Und da merkt man bei, dass eine Relation relativ hart ist und eine Relation relativ weich ist. Ergibt, wenn man die Bewegung von hart und weich einmal ausführt, drei Bewegungen. Die drei Bewegungen in hart und weich zu unterscheiden, gibt genau 8 Grundzeichen. Urvater Fuji das gefunden hat. 8 Trigramme. Das reichen von Pehu. Ein Reich macht. Dann habe ich hier die Bewegung vom ein Yang, zweites Yang, drittes Yang. In hart, ein Yang, zweites Yang, drittes Yang. So, es stehen 8 Trigramme. Für den Großquadranten 4 werden benutzt. Kleinquadranten und der 9. hält alle 8 zusammen. So ist Kung Fu entstanden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz deutlich von der Radi-Hun, wo ganz klar Wagen fahren, absteigen, wieder aufsteigen und Wagen fahren. Es gibt die Idee von Tor und Wagen. Und manche spazieren. Hat die Idee, Tor und Wagen vor ein bisschen rum. Ich finde das gut. Und hat dabei eine Links-Rechts-Ordnung und kriegt dann dazu noch ein Totem, dass ich an diese Links- und Rechtsordnung nicht halten muss und alles in einem Genuss erkennt. Also, Menschengruß hoch, Totemgruß hoch. Dass die Entstehungsgeschichte von Kung Fu. Du sagst, der eine kann nur Gymnastik oder nur hoppen und springen und turnen und alles und Leistungsdruck beantworten und so. Du sagst, er braucht dafür ein Wort. Ich würde sagen, in Englisch ein Mantra. Das ist hier von Ur-Kung Fu die Zählweise von 1 bis 10. Das Urmantra, was uns dann unterscheidet, und ich habe das mal ausführlich erklärt, von hier Schussgebet ist nicht mehr schädlich und deswegen wird die Hand gelb. Jetzt nicht tatsächlich gelb, sondern im Lichtdruck gelb. Nach Deutschland kam und Wushu unterrichtete, gesagt hat, alle diese Turnübungen sollten Mandarin sprechen, kommt man da auch drauf, wenn man jetzt mal sieht von Tibet, Schweißhau, Hammer,
erkennt man schon die Kürze, dass oben das Dreieck gerade nach unten und einmal, ach, so schreiben die Chinesen Ti. Das muss ja schon urlange her sein. Und dann will man gleich zu den noch und dann weiß man noch ein Zeichen. Ach, Tien. Tien. Schon weiß man Kong. Wenn man Kong weiß, weiß man auch Lao. Dann hört man, einer sagt Kong, meint immer was anderes. Ah, hat man zwei Kong. Und ich sag nicht unbedingt nur magisch übertragene Schrift, sondern tatsächlich in Menschenart erinnernde Schrift. Das wird natürlich standardisiert. Das heißt, die Runen sind phonetisch und die Schriftzeichen sind nicht unbedingt phonetisch. Für der eine guckt sich das so an, sieht das phonetisch so, und der andere guckt sich das phonetisch so an, sieht das so. Dann hat man in der Ahnenreihe der Entwicklung der Schriftzeichen die vernünftigste Standardisierung erhoben. Und dann muss man davon wissen, wie das Zeichen ausgesprochen wird. Das ist auch ein Anstandsgefühl und nicht unbedingt eine magische Übertragung. Allerdings ist ja auch in Christenkreisen bekannt, das Johannesevangelium, das ja alles mit diese zwei Fische sind nicht ein Fisch Magie irgendwie in Bewegung ist und nur die Edelsten sich darüber erheben können. Oder gar keiner, ich weiß nicht, ich bin kein Christ. Dann muss man das von diesen Christen studieren, das Johannesevangelium. In der Schule haben sie mal darüber was erzählt. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Dass diese Mandarinschrift ja aus acharischen Tatsächlichkeiten sich über dieses Johannes-Ding erheben will, indem es grammatikalisch benutzt wird. Also ich kann es magisch benutzen und es ist sehr gute Magie, aber das Zeichen selber sagt mir schon, dass ich das nicht will, sondern dass ich das acharische, das Primitive in Grammatik umwandeln will. Es steht wieder der Begriff, zum dritten Mal, der Begriff der Tugend. Da muss man schon davon ausgehen, dass Kung Fu früher gar nicht Kung Fu hieß oder Kür oder Übung, sondern Tugend. Also Cao Te. Da kann sich ja viel Freiraum geben. Ich glaube, die richtige Freidenker ist Sinologie das Feinste. Ich muss das einfach behaupten und aufpassen, dass man in Linguistik bleibt und nicht in eine tagisierende Sinnierung verfällt. Ja. Die dann allerdings zur Leitkultur der Magie erhoben wird, die tagisierende Sinnierung. Und oft verwechselt wird mit Meditation oder Sinologie, drei Meditationen. Ermittlung, Wohlüberlegung und Inschau. Und selber mit Meditation, da war glaube ich der Buddha der Größte, meinte er eher so einen sinnigen Faden, den er folgen kann und ausbreiten, in den er sich geistig ausbreiten kann und sich füllen kann, geistig füllen kann. Erlebt man dann von den Schriftzeichen nicht nur durch die Strichfolge, sondern durch ein Kästchen wird voll und füllt das nächste Kästchen. Genauso erlebt man das richtig. Nun, damit habe ich alle Fragen zur Entstehung des Kung Fu vielleicht beantwortet.